Wir benehmen uns, als wären wir Opfer des Todes. Was heißt das? Frei nach der Theorie, wir sind die Geschichten, die wir über uns erzählen, siehe dazu auch ein anderes Video, gehen wir auf das Leben zu, je nachdem, was wir denken, was das Leben ist, wer wir sind und wie das Leben funktioniert. Genau darum geht es ja in all diesen Videos hier. Wenn ihr an den Tod denkt und an unser Verhältnis oder dem, wie wir uns gegenüber dem Tod positionieren, ist das immer so. Wir sind Opfer des Todes. In dem, wie wir über den Tod reden, über den Tod denken, uns über den Tod erzählen, den Tod sehen, sind wir immer Opfer. Wir sind Opfer des Alters, der Krankheit, ja, des Unfalls. Der Tod nimmt uns das Leben, er rafft uns hinweg, ja, er besiegt uns, ja, oder wir besiegen ihn, dann hätten wir halt gewonnen. Aber ja, es ist immer so, wir erliegen dem Tod. Klar, ja, so schaut es ja auch von unserer Perspektive aus. Wir nehmen den Tod ja eher so wahr, als würde er uns zwingen, als wäre etwas, was über uns kommt, meistens unfreiwillig. Das hat natürlich wieder damit zu tun, wie wir das Leben sehen, wie wir den Tod sehen, wer wir denken, wer wir sind, dementsprechend auch, was das Leben und der Tod ist. Dazu auch ein bisschen mehr an anderer Stelle. Hier soll es darum gehen, um das Verhältnis, das wir zum Tod eingehen. Jetzt ist es so, wenn wir Opfer des Todes sind, dann sind wir an dem One-Down-Platz und der Tod ist am One-Up-Platz. Wir haben auch nette Bilder dazu. Der Sensenmann, ja, der Gevatter Tod, der kommt und uns mitnimmt. Ja. Dieser Platz ist aber dem Platz gegenüber der Platz der Kinder. Das ist aber auch der Platz, oder gerade deswegen ist das der Platz, der keine Verantwortung hat. In dem Verhältnis ist das der Platz, der die Verantwortung trägt und das der Platz, der keine Verantwortung hat. Genauso wie Eltern die Verantwortung für ihre Kinder haben und nicht Kinder die Verantwortung für ihre Eltern haben. Da wir dem Tod gegenüber ausgeliefert sind, sind wir dem Tod gegenüber one down und der Tod ist uns gegenüber one up. So, das ist verständlich, das ist nachvollziehbar, wie wir dazu kommen. Ja. Es ist allerdings, genauso wie das meiste andere auf dieser Welt, ein gedankliches Konstrukt. Etwas, was wir uns ausgedacht haben, was wir so sehen. Radikal gesagt, wir entscheiden, das so zu sehen. Wir entscheiden, dass wir hier sind und der Tod hier. Wie einige andere Fragen auch, ist ja genau diese Frage, wie ist das denn wirklich mit dem Tod, eine unentscheidbare Frage, weil wir wissen es eben nicht. Wir können es nicht beweisen, es kann nicht wissenschaftlich abgehandelt werden. Und solche unentscheidbaren Fragen werden besser gestellt, indem man fragt, okay, glaube ich das, denke ich, dass es so ist, eine Beziehung zum Tod, was sind dann die Auswirkungen? Um die soll es hier gehen. Wenn ich mich als Opfer des Todes sehe, bin ich automatisch, da der Tod ein unabdingbarer und unabänderlicher Bestandteil des Lebens ist, bis jetzt zumindest, auch ein Opfer des Lebens. Zwingend. Da ich mir nicht aussuchen kann, scheinbar wann der Tod kommt, ja, könnte jetzt in der Sekunde eintreten, es könnte in der Sekunde ein Ziegelstein runterfallen, ein Autounfall passieren, ich über die Straße gehen und das war's, ja, und das ein Teil des Lebens ist, bin ich rein definitorisch auch ein Opfer des Lebens. Kann man sagen, wofür ist das wichtig? Wichtig wird es an der Stelle, wo die Verantwortung hinzukommt. Das Opfer hat keine Verantwortung, der Täter hat die Verantwortung. Wenn ich hier bin und der Tod und das Leben hier, dann bin ich für den Tod nicht und auch für das Leben nicht wirklich verantwortlich. Ich bin ja am Kinderplatz. Wenn ich für das Leben nicht wirklich verantwortlich bin, ja, schaut euch um, dann mache ich genau das, was wir die ganze Zeit machen. Dann kann ich das Leben benutzen, dann kann ich das Leben ausbeuten, dann kann ich mit dem Planeten und mit all dem und auch den anderen Menschen natürlich so umgehen, wie wir das sehr, sehr oft und sehr, sehr häufig hier tun, weil ich bin ja eh nicht verantwortlich dafür. Ich kann ja nichts dafür, wie es ist, weil es kann ja jede Sekunde aus sein und ich bin ein Opfer dessen, dass es jede Sekunde aus sein kann. Wohlgemerkt, das ist ein Gedankenkonstrukt von uns. Es ist nicht die Wahrheit. Es ist auch nicht beweisbar, dass es die Wahrheit ist. Es ist auch nicht beweisbar, dass es nicht die Wahrheit ist.
Die Frage ist, was ist die Auswirkung? Und die Auswirkung von Verantwortungslosigkeit, die kann ich mir anschauen. Brauche ich mich nur umsehen. Dann sehe ich sie ziemlich überall. Es ist ein anderes gedankliches Konstrukt, auch nur ein Gedankenkonstrukt, aber ein genauso valides, ein genauso rechtmäßiges wie dieses Gedankenkonstrukt, mich dem Tod gegenüber ebenbürtig zu sehen. Ich habe einmal, und das war nur ein Gedanke, der für mich aber sehr, sehr viel bewirkt hat, ich habe mal in einem Buch gelesen, angenommen, kein Mensch könnte jemals sterben, ohne dass nicht ein Teil von ihm, ob das jetzt sein Unbewusstes ist, seine Seele ist, you name it, dazu Ja sagt, also einverstanden ist. Natürlich nicht hier in diesem kleinen Leben, in dieser kleinen Blase sozusagen, wo ich mich als mich definiere, vielleicht auf der nächsthöheren Ebene, wo ich ein bisschen mehr Überblick habe, wo ich ein bisschen mehr das Gesamte sehe, wo ich vielleicht ein bisschen mehr bin, sind alles nur natürlich reine Gedankenspiele. Aber angenommen, ja, jeder von uns, selbst im schlimmsten Unfall, könnte nur sterben, wenn ein Teil von ihm dazu Ja sagt. Wie gesagt, brauche ich nicht beweisen, ich brauche das auch nicht beweisen. Wir rennen dem ja nach seit Jahrhunderten, ohne es zu beweisen. Wir haben ein paar Bücher, da steht etwas drinnen, eine Geschichte, und das nehmen wir als Beweis. Das ist wissenschaftlich alles andere als ein Beweis. Ja, ich kann genauso ein Buch darüber schreiben, dann ist das mein Beweis. Also nehmen wir mal an, um uns die Auswirkungen anzuschauen. Wir könnten nicht sterben ohne unsere Einwilligung. In dem Moment wären wir nicht mehr Opfer des Todes und Opfer des Lebens, sondern wir wären Partner des Todes, Gestalter des Todes, Gestalter des Lebens. Der Unterschied zwischen hier und hier ist aber, dass wir hier dafür auch mitverantwortlich sind, hier sind wir es nicht. Hier habe ich selbstverständlich Angst vor dem, was irgendwann mal kommt, hier vielleicht nicht so sehr, weil hier bin ich ja mitbestimmend, miterschaffend, mitkreierend. Und es geht jetzt hier in Wirklichkeit nicht um den Tod, sondern es geht ja um die Konsequenzen dieser Sichtweise für das Leben. Fühle ich mich dem Leben prinzipiell ausgeliefert? Habe ich nichts mitzureden? Hört. Ja. Oder fühle ich mich dem Leben ebenbürtig? Bin ich ein gleichrangiger, gleichwertiger Teil wie alles andere? Ja. Mitverantwortlich natürlich, aber dadurch auch mitgestaltend. Sehe ich mich als Kind wie anderen Erwachsenen gegenüber? Ja, abhängig? Oder sehe ich mich als gleichrangiger Erwachsener wie alle anderen Erwachsenen? Weder das ist richtig, noch das ist richtig. Aber du kannst dich entscheiden, die Welt und das Leben so zu sehen oder so zu sehen. Und du kannst auch entscheiden, was für Auswirkungen die jeweilige Sichtweise für dich und auf dich hat und auf alle Menschen, mit denen du bist und auf dein Leben und wie du dein Leben führst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Like da. Wenn du mehr antworten möchtest, dann abonniere den Kanal. Am genialsten wäre es, du lässt eine Anregung oder eine Frage in den Kommentaren, weil die können wir hier auf diesem Kanal dazu verwenden, noch weitere Videos zu produzieren und noch weitere Fragen zu beantworten.